Herr Dr. Furtwängler, Sie haben in letzter Zeit mit Freunden und Kennern der Musik Gespräche geführt, von denen einiges an die Öffentlichkeit gekommen ist. Sie stellten dabei den Begriff des intellektuellen Leitbildes auf. Des intellektuellen Leitbildes in der Musik. Und wiesen gleichzeitig auf die Gefahren hin, die aus der Anbetung eines solchen Bildes erwachsen können. Sie beklagten den unheilvollen Einfluss, den das historische Denken im Sinne solcher intellektuellen Leitbilder auf die musikalische Entwicklung unserer Zeit ausübe. Eine fortschreitende Intellektualisierung hätte es verschuldet, dass unsere junge Komponistengeneration kein natürliches Verhältnis mehr zu ihren Hörern besitze. Man schämt sich vor dem Gefühl, man greift immer wieder zum historischen Krückstock. Neubarock, neuer Klassizismus. Die Naivität, die Ursprünglichkeit des Musikhörens und Musikschaffens sei uns verloren gegangen. Sie aber bekannten, dass Sie selbst der Musik noch heute, wie in Ihrer Jugendzeit, wesentlich als Liebhaber gegenüberstünden. Da liegt es nur nahe zu fragen, wie Sie sich als Dirigent Ihre Hörer wünschen. Wie müsste für Sie heute der ideale Musikhörer beschaffen sein? Der ideale Musikhörer müsste vor allem selbstständig, das heißt nicht nur mitfühlend, nicht nur deutlich reagieren, sondern vor allem auch mit genügend Selbstvertrauen dem eigenen Gefühl gegenüber. Ein wirkliches Publikum ist im Gegensatz zu der Herabsetzung, die es heute von Seiten der allzu Klugen immer wieder erfahren muss, etwas Großes. Es ist richtig verstanden, der lebendige Schoß, die Quelle der Erneuerung für Kunst und Künstler. In dem Moment freilich, wo dieses Publikum nicht mehr sich selbst vertraut, wo es nicht mehr selber empfindet, sondern Theorien und Gemeinplätze, die ihm von interessierter Seite vorgetragen werden, nachspricht, hat es jeden Wert verloren. Das Musikleben Deutschlands ist, wie so vieles andere in diesem Lande, letzthin abhängig vom deutschen Menschen. Wenn dieser den Mut hat, er selbst zu sein und zu bleiben, so wird auch ein lebendiges Musikleben bestehen bleiben. Herr Dr. Furtwängler, wir wissen, dass Sie jeder Richtungsmeierei, um einmal so zu sagen, in Ihrer Programmbildung abholt sind. Sogenannte Stil- oder Bekenntnisprogramme sind eigentlich nicht Ihre Sache. Sie lieben vielmehr Programme mit fruchtbarem Kontrast. Programme, bei denen jedes Werk in einer wohlbedachten Reihenfolge dargeboten für sich zum Leben erwachen kann. Es gibt für Sie, wenn ich frühere Äußerungen von Ihnen richtig verstanden habe, im Grunde nur eine Forderung für die Programmbildung, nämlich die der lebendigen, der großen Musik, sie sei alt oder neu, den Platz zu verschaffen, der ihr zukommt. Nun enthält das Programm Ihres heutigen Konzerts zwei Symphonien von Beethoven, die 7. und 8. und dazwischen Richard Straussens Till Eulenspiegels lustige Streiche. Das ist gewiss große Musik in Ihrem und natürlich auch in unserem Sinne. Und wenn der Liebhaber Furtwängler jede der 9 Symphonien Beethovens ein niemals genug auszudenkendes Wunderwerk menschlich-göttlichen Schöpfergeistes nennt, so wird sich nirgendwo Widerspruch erheben. Aber 2 ausgewachsene beethovensche Symphonien hintereinander, nur durch eine Pause getrennt, das begegnet uns in den deutschen Konzertsälen nicht eben häufig. Und so ist wohl die Frage erlaubt, was ist der innerste Sinn dieses Programmes? Was will dieses Programm dem Hörer sein? Das Programm dieses Konzertes möchte ich ein Programm der Lebensfreude nennen. Die 8. Symphonie Beethovens ist das Hohelied des Humors, eines von Beethovens reifsten Werken, von tiefer männlicher Heiterkeit durchströmt. Till Eulenspiegel ist das symphonische Meisterstück seines Komponisten, ein Geniestreich, der in der gesamten Musikgeschichte seinesgleichen sucht und Beethoven die Stange halten kann.
Und dann die 7. Symphonie, von Wagner nicht unrichtig die Apotheose des Tanzes genannt, ist sie mit ihren verschiedenen Sätzen strahlendster Festlichkeit und mitten darin der Mahnung menschlicher Vergänglichkeit, die in einmaliger Klarheit und Größe im 2. Satz zum Ausdruck kommt, eine der großen Symbole menschlicher Schaffenskraft überhaupt. Herr Dr. Furtwängler, Sie spielten vorhin auf eine gewisse Verkümmerung des deutschen Musiklebens an. Sie haben diese Verkümmerung schon des Öfteren beklagt und dabei die Meinung ausgesprochen, dass an dieser Verkümmerung nicht nur die politischen Ereignisse schuld seien, sondern eben auch jene fortschreitende Intellektualisierung unseres gesamten Lebens und damit verbunden eine zunehmende Ehrfurchtslosigkeit gegenüber den großen Werken der Kunst. Kurz gesagt, es ist die Propaganda für eine neue Sachlichkeit in der Musik, die Sie besorgt macht. Kürzlich sagten Sie, der innere Anteil der Nation an der Musik geht in Deutschland von heute ständig und rapid zurück. Ist nun Ihrer Meinung nach dieser Rückgang unaufhaltbar oder gibt es noch Möglichkeiten, ihm zu begegnen? Dieser Rückgang ist nicht unaufhaltsam. Es gibt Möglichkeiten, ihm zu begegnen, denn die Schöpferkraft des europäischen Geistes ist noch nicht zu Ende. Die Krise, die wir gegenwärtig durchleben, hat viel zu viel künstlich Gemachtes an sich, als dass man sie, wie es vielfach geschieht, als ein unaufhaltsames Verhängnis betrachten müsste. Entscheidend ist freilich, dass wir uns ihrer bewusst werden, dass wir sie erkennen, uns über sie klar werden, anstatt uns in eitlem Selbstbetrug über sie hinwegzutäuschen. Wer heute noch nicht zugibt, dass wir uns im schweren Kampfe um das künstlerische Gemeinschaftsleben des europäischen Menschen befinden, in einem Kampfe, wie wir ihn bisher noch nie durchzukämpfen hatten, der ist wirklich mit Blindheit geschlagen.